Das war die erste Übung von Hannon. Okay? Wenn man da genau schaut, ist das die allererste und das sind die besten Übungen, die es gibt. Da hat es ganz viel. Und das ist eine Abkürzung da auf dem Blatt, weil die erste Übung, wenn du die ja ausschreibst, so wie ich sie jetzt gerade gespielt habe, dann braucht das ja die ganze Seite. Und das gibt es natürlich auch, die gibt es ausgeschrieben völlig. Aber irgendwie, das ist ein bisschen beängstigend, wenn du die ganze Seite voll hast. Ja, wieder eine Note. Drum. Die sind relativ einfach und unglaublich effektiv. Also warte, jetzt kehre ich mal die Kamera auf. Eben, wie gesagt, nicht beängstigend sein, weil das ist, wenn jede Übung auf einer Seite hast, dann ist die Seite schwarz. Ist nicht nötig, weil das ist ja das Gleiche, einfach immer repetiert. Okay? Wir fangen an mit einer Hand, und zwar mit der rechten oder linken, das ist gleich. Aber der Trick ist folgendes, oder? Statt, du hast Grundposition, und statt 1, 2, 3, 4, 5, hast du eben 1, und der erste ist eben ein Sprung und nicht ein Schritt. Dann schiebt alles da eins rüber, siehst du? So. Und dann legst du einfach mal die Hand an und dann machst du... Okay? Dann schiebst du die ganze Hand. Und dann schiebst du die Hand nochmal und so weiter, okay? Später ist das dann so, 1, 2, 3, 4. Dann machst du einfach schön im Fluss weiter, oder? Das heisst, wenn du anfängst, ist von zwischen Daumen und Zeigefinger ein Sprung. Und wenn du oben runterkommst, ist es nur noch ein Schritt. Okay, schau nochmal schnell. Wenn du Fehler machst, dann wirst du langsamer. Und wenn's, egal wie langsam das ist, sobald du einen Fehler machst, fängst du nochmal vorne an, machst du langsamer. Wenn du oben ankommst, oben ist es dann so. Dann kehrt es einfach um. Dann fängt es an mit 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Und auch da, oder? Zuerst ist es ein Sprung, nachher ist es ein Schritt. Okay, das ist einfach die Übung 1. Du fängst da unten an und dann geht es über die Oktave rein bis da oben. Die linke Hand genau das gleiche, aber dort fängst du einfach umgekehrt an. Also das heisst, die Übungen die sind, was soll ich sagen, spiegelverkehrt, symmetrisch, aber nicht gleich. Oh je, das ist eine Mathematik, wo ich nicht... Wo, pff, viel zu viel für mich. Okay, da, so, 1. Dann wird vom Sprung zum Schritt. Okay, also machst du jede ein paar Mal am Tag, bis du sicher bist. Also einfach mal, wir fangen einfach mit einer Übung an. Und wenn du bereit bist, machst du eine Oktave. Und die Oktave kann ich dir nicht zeigen, weil ich habe ja das Telefon da in der Hand, oder? Bevor ich das sage. Und da steht 60 Beats per Minute für die Viertelnote. Das würde heissen, das hast du für die ersten vier Noten eine Sekunde Zeit und nachher für die Sekunde Zeit, oder? Also das wäre... Bam bam dam bam dam bam dam bam dam bam dam 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 dam. Das ist dann ein bisschen schnell, vor allem wenn du dann beide haben miteinander hast. Also dürfen sich da nicht einschüchtern lassen. Und ich sage, jetzt musst du es mal so anbringen, dass. Warte, das probiere ich mal. Jetzt probiere ich mal das Ding da hin. Vielleicht geht das ja. Dass es am Schluss so tönt. Das ist eines der wichtigsten. Und dann machen wir Übung 1. Und nach der Übung 1 machen wir, welche sollen wir jetzt machen? Das 2 oder das 3? Eine von diesen zwei, Übung 2 oder 3, lassen wir aus, weil die sind unheimlich nahe zusammen.
Jetzt fangen wir mal an, warte schnell. Ja, also, zwei lassen wir aus. Wir machen gerade Übung 1 und dann Übung 3. Die Übung 3 geht so. Also, die Übung 1 ist so. Übung 3 ist. Ich sage jetzt einfach mal Übung 1 und 3. Einmal am Tag, aber anfangen einfach mit dem 1. Kannst du, also einmal am Tag, so viel mal wie du willst, oder? Aber nicht zu lang aufs Mal, nicht mehr als 5 Minuten, sonst gibt es ein Zeichen, oder? Und der Trick ist, dass man ideal irgendwann einmal, du hast einfach jeden Tag eine dazulernen. Und dann spielst du Übung 1 und 3. Nächsten Tag 1, 3 und 4. 1, 3, 5, 1, 3, 6 und so weiter, okay? Also das heisst, nach 10 Tagen spielst du 10 Übungen nacheinander, okay? Idealerweise am Schluss in Oktaven, aber jetzt fangst du einfach mal an, so. Okay? Das Schöne an diesen Übungen ist wirklich, erstens tönen sie nicht einfach mühsam. Es gibt ganz mühsame. Es gibt da so. Müssen wir nicht haben. Und das Zweite ist, die funktionieren, die nützen so viel. Das ist unglaublich, was die nützen. Weil du musst beide Hände gleichzeitig spielen, die gleiche Melodie, aber es ist ja gespiegelt. Also die werden, das ist das Beste, was es gibt, zum unabhängig links und rechts. Und auch gleichzeitig kannst du noch üben. Also du lernst einfach, wo die Tasten sind, oder? Also mit dem würde ich jetzt mal anfangen. Ich schicke dir einen Link zu der Seite oder vielleicht auch die Seite. Wie gesagt, das ist die Abkürzung. Die Original sind aber eben die ganze Seite, das kann er auch schicken. Aber dann hat es einfach wirklich pro Seite eine Übung. Oder? Das sind dann einfach da 10 Seiten. Ich habe dann einfach, dass ich mich an die erinnere, das ist meine Shorthand, oder? Fangen wir mit dem an. Okay? Jetzt habe ich genug geschnurrt. Jetzt bist du dran.